Servus Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild zur Grogjagd. Ja, wie auch immer. Ich bin jetzt woanders wieder hin und zwar beim König der Wildnis bei der Schrein-Challenge damals, wo wir auf dem Hirsch reiten mussten. Und wir fangen hier an mit Grog-Samen sammeln. Ich habe jetzt einmal geschaut, wir werden diese ganzen Grog-Samen in diesem Part sammeln. So, hier oben. Yay. Auch ganz schön viele in der Gegend. Toll, sie haben mich schon entdeckt. Jetzt rennen sie natürlich. Der nächste ist dann, ja, da drüben sind beide. Und zwar hier. Und hab dich. So, dann haben wir den auch, dann geht's darüber. So, kann er dann wahrscheinlich nur die höchste Tanne hier sein. So, dann haben wir die auch. Dann gehen wir einfach in die Richtung darüber und sammeln wir mal die alle ein. Und dann gehen wir hier wieder zurück und sammeln hier nach vorne ein. Dann haben wir ja schon wieder alle. Das heißt, in die Richtung. Ich weiß, da drüben waren wir schon mal in der Nähe. Wir haben da vor unten nur einen wieder mal vergessen. Wir hätten nur ein minimales kleines Stück weiter müssen.
Aber hier unten waren wir halt nicht. Nicht, dass wir eine Kugel runterrollen muss. Ne, hier oben sind keine Kugeln. Gut. Und ich habe mich im Übrigen vertan. Soweit ich weiß. Nee, oder? Nee, nee, alles passt. Ich glaube. Ich weiß es nicht mehr. Und zwar, ich weiß es nicht, ob der normalerweise bei Legend of Zelda um 12.30 Uhr und 13.30 Uhr kommt. Ich glaube, um 12.30 Uhr, also hat es gepasst. Weil ich ja vorher bei Legend of Zelda kurz in einem Part bearbeitet habe und hochgeladen habe. Beziehungsweise nicht hochgeladen, sondern veröffentlicht habe. Och, dein Ernst jetzt! So dumm zum Festhalten, hey. Aber es müsste passen. Daneben. Okay. Ich dachte nur, vielleicht fehlt ein Bild oder so. So, da drüben fehlt aber ein Stein. So. Für den beschissenen Berg ganz nach oben. Kann ich hier irgendwo gleich stehen? Vielleicht hier oben? Ah, es wird zu kälter. So.
So, dann haben wir das auch. Jetzt geht's weiter mit... Ja, mit den allen eigentlich. Das heißt hier hoch. Och nee, das ist ja alles Schneegebiet, also... Der erste ist mal ganz oben. Muss er doch bestimmt drauf stehen können, oder? So, da oben. Geht schneller. So, dann haben wir hier noch einige oben, also drei Stück noch. Einer ist direkt hier, da wahrscheinlich der andere. Wenn ich wüsste, dass ich so weit treffen würde, würde ich sogar schießen. Aber das weiß ich halt nicht hundertprozentig. Festhalten. Kann ich sich da nicht festhalten? Doch, kann er. Stellt sich nur an. So, na komm. So, dann einmal umdrehen. Ja, es macht Sinn. Ich wollte gerade gucken, nicht, dass wir nochmal ein Stück höher müssen. Dann wäre es nämlich jetzt dämlich, runterzugehen wieder. Aber müssen wir nicht. Außerdem könnten wir uns auch hochporten.
Schon diese blöde Stein. Hat extra geguckt, aber. Was ist das da? Das ist er doch, gell? Ich habe auch ziemlich daneben markiert. So, dann wieder ein Stück weiter runter. Denn da hinten sind auch noch mehr. Ganz da unten oder wie? Mhm. Das gibt's doch echt nicht. Nein, nicht vorbeilaufen. So, den haben wir. Dann geht's eigentlich weiter mit dem. Den können wir noch sammeln und dann können wir uns hier hochporten. So, irgendwo da unten. Schon wieder kaputt oder wie? Das war im Übrigen mein Sinn, dass diese blattige Gegner trifft. So, dann tschüss. ...652 haben wir.
Es fehlen wirklich nicht mehr viele. Knapp 200 Stück noch. Also ohne Schloss gerechnet. Ich lasse das Schloss immer weg, weil das Schloss interessiert uns momentan noch gar nicht. Da werden wir zwar am Schluss, dann werde ich mir dann am Schluss überlegen, wenn ich dann alle gesammelt habe, okay, wie machen wir es? Sammle ich jetzt schon ein paar ein oder machen wir das alles zusammen? Aber wahrscheinlich werden wir es dann so machen, dass wir erst ein paar die Äußeren sammeln, da wo wir hinkommen. Wenn es dann wirklich ins Schloss geht, dann sammeln wir die restlichen. Sowas wie zum Beispiel ganz oben an der Spitze, sowas können wir schon mal sammeln oder irgendwie sowas, wo auf den Türmen seitlich oder so, die können wir alles sammeln. Da waren wir ja eh schon mal sozusagen für die Erinnerung. Der kann doch da auch hochlaufen. Soll sich nicht so anstellen. So, irgendwo hier. Stell dich nicht an. Ich bin immer voll nervig, wenn du wegrutscht, obwohl eigentlich gar nichts zum Wegrutschen da ist. Oh. Wie soll das gehen? Verstehe nicht, wie so. Keine Ahnung. Ich versuche es noch mit dem Schild, das können wir noch machen. Oh Gott. Nein. Ich hätte außen rumfahren müssen, dann hätte ich es vielleicht geschafft. Na komm. Ach, das funktioniert nicht. Ich versteh's nicht. Hä? Okay, jetzt ist es gay. Jetzt ist es richtig scheiße. Ich meine, klar, er hat es ein bisschen länger gebraucht für, damit er überhaupt draufgestiegen ist. Aber trotzdem, es kann doch nicht wahr sein, dass es so ewig dauert. Jetzt versuchen wir es nochmal. Vielleicht klappt es dann jetzt. Yay. Und ich fall gleich weiter runter. Okay, das war der hier. Wir müssen aber eh gleich nochmal hoch. Aber wirklich ganz knapp war das. Man muss direkt mit dem Schild drauf und dann direkt nach vorne, seitlich. Und man muss den perfekten Weg finden, ansonsten schafft man das nicht. Ist echt ganz, ganz knapp gerechnet. So, und zwar müssen wir jetzt, ja, nach oben. Und zwar hier hoch, ja. Oh yeah. Mann, hab ich Bock.
So. War glaub da drüben, genau. Schöne Statue. So. Geil, hier ist natürlich mal wieder nichts, oder? Nö. Och, nervig. Natürlich mal wieder eine Blume, aber ich habe immer wieder keine Ahnung wo. Wahrscheinlich irgendwo da unten oder so. Ach, hier oben. So. Dann haben wir das auch, dann sammeln wir mal die da unten. Da oben haben wir auch noch welche. Die können wir aber von der Quelle dann aussammeln, würde ich mal sagen. Ja, würde ich sagen. Das heißt dann, ja, genau so runter einfach. Ja, irgendwo da drüben. Sehr schön. Ich habe die Insel im Hintergrund gemeint, die man gerade gesehen hat, die da hinten. Auf der gab er mal diese Prüfung und da ist aber kein Grog. Drüben fällt ein Stein und da drüben ist er schon. Okay, ich kann kein Wasser einfrieren. Das wäre noch schön. Irgendwie einfach so, dass da so ein Eisblock erscheint oder so.
Yay! So. Wir müssen über die, sind wir über die Hälfte und haben nicht mehr viel zu sammeln. Das passt doch. Ist eher ein weiter Weg zu laufen, als hier was zu sammeln. So, ist nur die Frage, wo ist er denn? Da oben. Natürlich ist es ein bisschen scheiße, wenn es regnet. Es gibt halt einen Trick, wie man schon klettern kann, aber man verbraucht halt extrem viel Ausdauer und kommt niemals so hoch, wie man eigentlich kommen möchte. So, und da sind wir auch schon. Es müsste wieder mal eine Blume sein. Keine Blume, sondern ein Altar. Was ist denn das? Palmfrucht. Schon wieder. Ich glaube davor, oder? Yep. So, da draußen. So, dann geht es eigentlich direkt da drüben weiter. Nein, nicht kaputt machen. Thank you.
So. Ja, und jetzt sind wir auch gleich in Hateno, nämlich Hateno liegt genau da oben. Bogen her, und den brauche ich. Ja, da drüben. Oh je. So, dann werfen wir mal Steine. Das war gut. So, der nächste ist hier und dann lasse ich mich hoch nach Hateno porten. Macht das einen blöden Köpfer, dann reagiert der Segler nicht. Und dann lande ich nämlich unter diesem blöden Scheißteil. Das ist richtig zum Kotzen. Das sollte man irgendwie ausstellen können. Dass der nicht automatisch einen Köpfer macht. Oder dass der Segler dann trotzdem funktioniert direkt. Ich weiß mal nicht, warum das nicht mal funktioniert dann. So, und zwar da oben. Schau nur nicht, dass hier wieder eine blöde Pflanze rumlungert und ich da hochlatsche jetzt. Na komm. So, dann haben wir hier auf jeden Fall mal alle. Und jetzt geht's ab nach Hateno. Sechs einundsechzig haben wir. Wird immer schöner, die Zahl. Nein, ich bin zu weit.
Würde mich eigentlich von da oben fallen lassen, aber der ist schon zu weit nach vorne gegangen. Blöd. So, da haben wir alle. Dann... So, direkt hier unten ist nämlich einer. Sind wir bestimmt schon 100 Mal vorbeigelaufen. So, es ist auch nicht mehr kalt, jetzt können wir unsere schnelle Rüstung wieder anziehen. Es war gerade noch nicht Nacht, aber egal. Und ich find's witzig, die Leute, die kriegen richtig Angst. Ja, erstarrt. Die Kinder haben nicht so arg Angst, aber die Erwachsenen schon irgendwie. Aber ich sehe auch böse aus. Also schon verständlich, wieso die Angst haben. Ich denke, ich hätte selbst sogar Angst, wenn jemand so vor mir stehen würde. Und es sieht ja nicht mal aus, als ob das eine Rüstung wäre oder sowas, weißt du, wie ein Anzug oder so, sondern es sieht ja echt aus. Aber die Wildnisrüstung ist echt schlecht. Also muss man wirklich sagen, die ist so hässlich. Ich finde die von Twilight Princess sieht am geilsten aus. Ich finde eh Twilight Princess ist mein Lieblingsspiel, wird auch immer mein Lieblingsspiel sein. Aber, das habe ich ja leider schon mal gesagt, aber ich habe ja, oh. Die schon, ach so, die sind nicht markiert, okay. Wahrscheinlich muss man die dann gar nicht markieren. Weil normalerweise müssen die doch mit der blauen Flamme infiziert sein. Naja. So, Hateno ist befreit, dann eigentlich geradeaus weiter. Okay, sah gerade richtig komisch aus, als ob der Weg leuchtet irgendwie, wenn ich da reingehe, so. Ja, weil es so unscharf ist und dann wird es scharf, das sah richtig aus, als ob der anfängt zu leuchten. Gibt ja auch, weil da kann man ein paar Stunden zurückspulen und gucken, welchen Weg man gelaufen ist, aber total unnötig. Brauchen wir doch gar nicht. Ja, voll daneben. Alter. Jetzt. Ich lasse immer einen Millimeter davor los, also eine Millisekunde zuvor. Bevor ich eigentlich am Ziel bin, deswegen habe ich so oft daneben geballert. Gut, Yeah.
Geht doch. Den hier. Da drin gibt es gleich nochmal. Oh. Krasser Wind. Nur einer dran. So, dann haben wir ja noch einige. Für 10 Minuten ist das schon viel. Ich würde sagen, wir laufen da und dann irgendwie in die Richtung. Und am Schluss gehen wir hier hoch und sammeln wir die drei. Nein! Nein! Was macht der? Ich habe gar nichts gedrückt. Auf einmal, die Kontrolle macht einfach, was sie will. Sie ist einfach umgedreht. Hat nichts doch gar nicht gemacht. Oh, wir müssen die Rüstung wechseln. Im Abend. Es lohnt sich also, denn wir rennen dann schneller. Auch ein komischer Bonus für die Rüstung, muss man sagen. Ich meine, für nachts klar, aber dann muss man es auch am ganzen Tag machen. Wenn man es ja schon nicht upgraden kann. Auf jeden Fall, wie auch immer, wir sammeln auf jeden Fall jetzt noch alle markierten Kroxam in dem Part. Oh, es wird wieder kalt oder was? Ah, ist mir jetzt egal, dann bekomme ich halt Schaden. Ich will das nämlich schnell nach oben. So, den haben wir. Jetzt die Frage, wo gehen wir hin? Er hat gesagt, auch nach unten. Sonst wird es wärmer. Ja, irgendwo da unten.
So, dann haben wir die alle und die sammeln wir mal später. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Ja, dieses, da wo man seine Container wechseln kann. Für 20 Rubine pro Container. Außerdem könnte man sich rein theoretisch auch selber einen Hard Mode machen. Muss man jetzt mal ganz klar sagen. Einfach dieser Statue seine ganzen Container geben. Fertig. Dann hat man einen Hard Mode. Einfach zum Beispiel die Hälfte der Container abgeben. Ich sehe Hard Mode eher als unnötig. Ich meine, das Spiel ist nicht schwer. Vor allem am Anfang schon, die ersten 2 Stunden. Aber wenn man dann ein paar Schreine gemacht hat und eine gute Ausrüstung hat, vor allem dann das Reckengewand schon bekommen hat und ein bisschen was abgegradet hat, dann vergiss es. Einfach. Dann ist es echt einfach. Nein, zur Karte zurück. So, da unten haben wir doch noch einen. Und dann da drüben. Also eigentlich darunter. Noch ein Stück daneben. Ach, stell die doch nicht immer an, Mann. Also der stellt sich immer an, wenn du da hochklettern soll. Gibt doch wirklich jetzt nichts, das sich so anzustellen. Ich versteh's nicht. So, den haben wir jetzt auch und dann da drüben sozusagen, also. So, ansonsten da mal keine mehr. Nee. Ah!
so erledigt. Und der nächste ist da oben. Man muss einfach solche Silbernen einfach nur schocken, dann verlieren sie ihre Waffe und dann einfrieren ständig. Schlagen, einfrieren. Die haben ja gar keine Chance mehr, um zu irgendwas zu kommen. Denn Schwierigkeit liegt immer an der Taktik. So. Mal wieder was zu rollen. So, da war ich hier nochmal schneller. So, der nächste ist da vorne, wahrscheinlich genau auf dem obersten Bergturm da. Oben halt. Wo denn auch sonst? So. Was will er denn dann? Apfel? Okay, ich dachte, das wäre das Zeichen der Jäger. Deswegen habe ich eine Schwertbanane reingeballert, aber anscheinend nö. Okay, hier haben wir alle. Eine Stunde ist vorbei. So, jetzt gehen wir schnell darüber noch und dann sind wir fertig. Also, auch in dem Fall habe ich richtig gut gerechnet. Ja, ich denke mir immer so, alle eine Markierung normalerweise, wenn wir es nicht ewig brauchen, kriegt man innerhalb von einem Part schaffen wir die Hälfte von markierten. Das heißt also mit zwei Parts dann alle. Das heißt, ich markiere dann bis zum nächsten Part wieder nach und dann geht's wieder weiter. Ich muss aber diesen Part jetzt eh noch ein paar. Also nicht diesen Part, aber ich muss heute definitiv. Nein, falsch. Machen wir das und dann. Ich muss heute unbedingt noch weitere aufnehmen. Wir haben jetzt nämlich schon 14 Uhr und ich nehme erst seit 11 Uhr auf. Also immer noch Sonntag, immer noch der gleiche Tag. Aber ich muss weitermachen, denn ich muss gucken, wie viele Parts ich dann insgesamt zusammen habe. Muss ich dann dringend rendern, schneiden, damit ich dann auch am gleichen Tag mehrere bringen kann. Das Rendern und das Hochladen dauert ewig, habe ich ja schon erzählt. Deswegen ist das nie so einfach. Aber bekomme ich hin. So, runter da. Scheiße, jetzt kann ich nicht treffen von da. Nein, immer noch nicht.
Ja, Bomben und Feuerpfeile müssen wir mal bald wieder neue holen und halt antike und Standardpfeile vor allem. 65 nur noch, wir hatten mal 500. Oh, krass. Leider geht der Trick, glaube ich, nicht mehr so richtig. Der wurde mit Patch 1.2 auch wieder entfernt. Glaube ich. Also ihr müsst selber testen. Ich habe es selber noch nicht getestet. Deswegen kann ich es euch nicht sagen. Aber es gab mal einen Kommentar dazu von einem User, glaube ich. Bei dem funktioniert es nicht mehr. Deswegen kann ich euch nicht hundertprozentig sagen, ob es noch funktioniert oder nicht. Ich habe es selber noch nicht getestet. Muss ich aber jetzt auch bald mal machen, weil ich brauche Pfeile unbedingt. Oder ich kaufe mir welche. Ich habe ja genug Geld, aber... Wir brauchen dringend wieder Pfeile. So, die letzten zwei Stück sind jetzt, glaube ich, noch. Dann haben wir alle. Und lang dauert es dann auch nicht mehr. Wir sind fast schon bei 700. Das heißt also nur 170. Dann haben wir alle außen rum gesammelt. Dann halt noch die 30 von dem guten Schloss Hyrule. Nichts. Dein Ernst jetzt? Zu niedrig oder was? Ah, ich hasse Link. Ich hasse ihn. Immer noch zu niedrig. Leck mich! Geht doch. So, und eins noch. So, irgendwo da unten. Ich glaube, da unten war ich auch noch nie oder so gut wie noch nie. Später noch Mario Kart 8 auch noch aufnehmen. Denn morgen habe ich keine Zeit und am Dienstag. Morgen kommt der letzte Part. Also am, nein, warte, heute kommt der letzte Part. Also am Dienstag brauche ich dann wieder einen Part. Irgendwie so war es, glaube ich. Ja, heute ist der 18. Also heute der letzte Part. Superb, dann haben wir alle gesammelt für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und ein Abo wäre echt super. Und man sieht sich dann im nächsten Part wieder bei The Legend of Zelda Breath of the Wild beim Grog-Samen sammeln. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!